Jährlich entstehen in der Schweiz 30 bis 40.000 neue Wohnungen, viele davon als Stockwerkeigentum oder in Einfamilienhäusern. Der Kanton Basel-Land begünstigt dies als einziger Kanton in der Schweiz steuerlich. Während 10 Jahren können Baselbieter ihre Spareinlagen für den Kauf einer zukünftigen Wohnung von den Steuern abziehen. Seit 2004 ist dieses Bausparen bundesrechtswidrig, weil das Schweizer Stimmvolk die Einführung dieses Modells bei der Abstimmung über das Steuerpaket im Mai 2004 ablehnte. Der Hauseigentümerverband versucht nun mit einer neuen Doppelinitiative den Volksentscheid umzustoßen und allen Bausparern Steuerabzüge zu gewähren. Ist die steuerliche Begünstigung von Bausparern denn nötig? Also wir haben das Haus gekauft, vor etwa einem halben Jahr haben wir das per Inserat gesehen im Internet und haben das gekauft. Das war wirklich eine gute Gelegenheit. Es ist natürlich ein grosser Unterschied, ob wir 2'000 Franken Miete zahlen für eine 5-Zimmer-Wohnung oder ob wir 1'277 Franken zahlen für Hypotheken und Nebenkosten. Und jetzt können wir natürlich bedeutend günstiger und ich denke, dass wir auch ein bisschen Steuern werden sparen. Kuno Kählin, Steuerexperte aus Luzern, kann das bestätigen. Die Wohneigentümer können ihre Schuldzinsen und Unterhaltskosten voll vom steuerbaren Einkommen abziehen. Im Gegenzug müssen sie einen Eigenmietwert versteuern. Der Eigenmietwert ist aber in der Regel moderat angesetzt. Wir haben für das Haus etwa 470'000 Franken gezahlt, haben noch etwa 100'000 Franken renoviert. Und wir haben nach wie vor eine Kaderschatzung von etwa 280'000-290'000 Franken. Wir werden beim Eigenmietwert einiges tiefer kommen, wenn wir an Hypotheken und Unterhalt steuerlich abziehen können. Und das macht es steuerlich attraktiv. Besitzer sind also steuerlich privilegiert. Träumen Sie auch davon, in einer eigenen Wohnung oder Michael Töngi vom Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverband wollte es genau wissen und hat ein Beispiel durchgerechnet. Ich habe als erstes Beispiel jemanden, der kein Wohneigentum hat. Er hat 3 Haushalte mit gleichen Einkommen und Vermögen verglichen. Einen Mieterhaushalt, ein Eigenheim und ein Eigenheim, das 30'000 Franken investiert in eine neue Küche. Die Person oder das Ehepaar, wo kein Wohneigentum hat, zahlt 12'500 Franken Steuern in der Stadt Luzern denn, mit den Bundessteuern zusammen. Die Person, die Wohneigentum hat und nichts Besonderes am Wohneigentum macht, sondern ganz normal Unterhalt macht, zahlt noch 10'800 Franken. Der Hausbesitzer, der 30'000 Franken in seine neue Küche kann investieren kann, zahlt nur noch 7'600 Franken Steuern. Das sind noch ganze 8% von seinem Einkommen. Er hat also einen schönen Teil von seiner Küche gerade mal über die Steuersparnis finanziert. Der Mieter, wenn er eine neue Küche überkommt, der zahlt einfach mehr Miete. Sparen tut er gar nicht. Wohneigentümer kommen also steuerlich bereits heute besser weg als Mietende. Ziel des Bausparens ist eine Steigerung der tiefen Wohneigentumsquote in der Schweiz. Der Ökonom und Sozialwissenschaftler Daniel Hornung hat eine Studie dazu verfasst. Sein Fazit: Ob man effektiv die Wohneigentumsquote kann anheben mit einem Giesskannenprinzip, das ist sehr unsicher. Wenn man Steuerabzüge macht oder mit Steuerabzügen tut, Haushalt begünstigen, dann wirkt das auf alle Haushalte. Und da profitieren die höheren Einkommensklassen eigentlich stärker wie die Schwellenhaushalte. Ich denke, man müsste da gezielt eben die sogenannten Schwellenhaushalte fördern und nicht die Haushalte, die ohnehin Wohneigentum erwerben. Ich denke, die gut verdienenden Haushalte haben das auch nicht so nötig, unterstützt zu werden. Anita Tanay vom Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverband kann dem nur beipflichten. Wer kann sich das leisten? Welche Einzelperson kann sich das leisten, 10'000 Franken pro Jahr auf die Seite tun? Welches Paar kann sich das leisten, 20'000 Franken pro Jahr auf die Seite zu tun? Das sind auch wieder die mit grossen Einkommen, höherem Vermögen. Und die hätten es schlichtweg nicht nötig. Die könnten sich nämlich ihr Häuschen oder ihre Wohnung auch leisten, ohne das Steuerprivileg. Könnte es sein, dass eine höhere Eigentumsquote wenigstens Sinn macht, weil sie ein höheres Volkseinkommen bedeutet?
Also wie hoch das Volkseinkommen ist, denke ich, hängt nicht unbedingt davon ab, wie viele Mieterhaushalte und wie viele Eigentümerhaushalte es gibt. So steht mir ein tiefes Volkseinkommen, das ist richtig. Eher ist der Wohlstand durch die Bausparinitiativen sogar gefährdet. Das steuerprivilegierte Bausparen führt natürlich zu Steuerausfällen. Die müssen wieder kompensiert werden mit dem Abbau von staatlichen Leistungen. Das zahlen dann alle und insbesondere natürlich auch Mieterinnen und Mieter mit tiefen und mittleren Einkommen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich ökonomisch gute Gründe gibt, Wohneigentum staatlich zu fördern. Oder? Es ist eine politische Frage, ob man Wohneigentum fördern und für wer, oder? Denkt's mir. Nicht eine ökonomische. Es ist ein unverdientes Geschenk. Es ist nicht einmal ein Giesskannenprinzip. Wir haben nur eine ganz einfache Forderung. Wir wollen eine Gleichbehandlung von Mietenden und Eigentümern. Das heisst, dass ein Mieter oder eine Mieterin mit dem gleichen Einkommen und Vermögen in der gleichen familiären Situation gleich viel Steuern zahlen soll wie ein Hauseigentümer. So einfach ist unsere Forderung.